fertig. Gut, und ich. Jetzt sieht man Und zwei die Leben. Boss-Dämonen, die haben Retaliate 2. Und ab jetzt werden sie 12 Leben haben und 4 Angriff. Ich lasse mich jetzt überrunden von dem, was ich hingelegt habe, das letzte Mal schon, weil ich habe keine Ahnung. Ich hatte aber nur noch zwei Karten, deswegen war es. Okay, ich muss noch du überlegen, was heilst. Ich heile. Mhm. Okay. Ja, und ich werde auch heilen. Ich werde zur Seite lief. Springen. Ich nehme mal an, ich heile nicht mich. Nein, du heilst nicht dich. Bart ich ist mir nicht safe. Ich bin zu weit weg von dem, der es braucht. Ja, das liegt daran, dass du die ganze Zeit so weit weg bist von dem, was du tun solltest. Ja, ich bin derjenige, der allein die Winddämonen, die zahlreichen, die dauernd kommen, jeder Runde. Ja, ja. Würde ich mal gleich jetzt essen, ist dort eh noch. Dann schau ich mal, dass ich einfach früh drankomme, würde ich sagen. Mal, was kann die Karte machen? Naja, genau. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Genug. Wieso kann ich mir da nicht alle anschauen, was da drinnen ist? Ich würde ganz gern sehen, was ich da für Karten drinnen habe in meinem Ablagestapel. Oder habe ich da nur eine Karte drinnen? Oh, ich habe nur eine Karte drinnen. Sag den Frostfall Storm, das ist die einzige Karte, die du bis jetzt verloren hast. Wie wichtig ist die für dich? Willst du die wieder haben? Für mich nicht so wichtig. Es geht, glaube ich, nur für Magier wegen Wind, ne? Ich frage nur deswegen, weil ich mit der unteren Hälfte meiner Karten momentan wenig anfange und ich habe eine, wo ich eben einem Verbündeten in Reichweite 3 eine verlorene Karte zurückgeben kann. Das wäre ungefähr die einzige Sache, die ich halbwegs sinnvoll machen könnte mit der unteren Hälfte meiner Karten in dieser Runde. Ja, dann würde ich die nehmen, gerne. Ja, dann mache ich das. Wobei, ja. Jetzt. Bewegst du dich von da, wo du bist? Oder ja. Weg von mir? Mhm. Sehr früh? Relativ früh. Dann werde ich das nicht machen können, fürchte ich. Mhm. Ja, gut, dann aber der Brute hat die Damage 6 Karte, glaube ich. Ja, aber der ist weit weg. Der ist außerhalb meiner Reichweite. Mhm. Ja, da komme ich nicht hin jetzt. Nein, da muss man was anderes überlegen. Ich möchte meine Damage 6 Karte wieder haben. Ja, aber da bist du weit weg, ich kann sie dir nicht wiedergeben. Naja, ich würde eh zu dir kommen, aber ich habe hier tun. Heißt das, ihr lasst mich allein mit diesen verdammten Frostdämonen da drüben? Nein, ich komme jetzt zu dir rüber. Ach so. Entspann dich. Mei, es geht schon. Solange nur einer da ist, ist es nicht so schlimm. Vor allem die. Vor allem die komische, kommen, wie heißt oder? Sie überhaupt? Haut eh auch drauf, also so gesehen Trail, genau. Ja, und lässt sich mit Taliad killen. Mhm. Ach so, Okay. Spell Weaver? Ja. Eigentlich sollte ich zu dir kommen, ich bin näher bei dir. Warum kommt der Gregor zu dir? Wahrscheinlich, weil er irgendwie was heilen hilft. Mhm. Du kümmerst dich um die Winddämonen und um den Lurker, der da ist. Ja. Es kommt ja jetzt noch was dazu, oder? Jetzt gleich. Die Winddämonen haben zwei Schild. Das ist voll ungut. Mit denen kann ich gar nichts anfangen. Hm. Ich kann nichts Sinnvolles tun. Heilen, zum Beispiel. Ja, es ist niemand verwundert bei mir in der Gegend. Ich meine, ich selber bin aber nicht verwundert. Ah, die Winddämonen sind immer früh dran. Ja, du heilst dich und lässt sich einfach angreifen von den Winddämonen. Das passt ja, schon. Das. Genau das ist das Einzige, was ist. Ich hoffe nur, dass sie wieder früh dran sind. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich werde eine Movement-Karte auch spielen. Das
Diese Lurker sind schon So. ziemlich wahnsinnige Viecher. Was? Ich hab's vergessen. Was ist das Wahnsinnige an den Lurkern? Die. Können zwei gleichzeitig angreifen. Ja. Zwei Tage, Die schieben uns weg, wenn ein neuer erscheint. Außerdem haben sie ab jetzt ein Schild. Also die neuen, die kommen. Weil sie Elite sind. So, ich glaube, wir haben alle, gell? Und 12 Lebenspunkte haben sie auch. Die Okay, ich neuen. bin mit 48 dran. Dann schauen wir mal, was für neue Monster kommen. Winddämon 43, ich hoffe, es ist von mir. Ist von mir, gut so. 11 Lurker und. Stopp, ich habe gleich geschaut, ob da was gemischt Echt, die Lurker kommt mit 11 an. Ach verdammt. Verdammt mich. Ich komme ja ursprünglich. Aber sie greifen. Sicher, dass ich jetzt heilen werde? So, stopp mal. Es erscheint ein neuer Elite-Lurker und es erscheint ein neuer Elite-Winddämon. Sicher, dass ich heilen werde? Ja, bist du. Ich werde weg. Ich habe aber keine Heilzauber mehr gehabt. Wir werden alle um 1 gepusht. Weg vom Lurker, oder? Ja. Komm ich daher oder daher? Komm ich da oder dahin? Suchst du aus? Nein, ich kann es aussuchen. Ja. Weil eigentlich weg wäre gerade die Linie. Ah nein, der ist da. Stimmt. Aber schau mal, 1, 2, Blödsinn. 3, 4. 1, Ja, 2, 3, ich kann eigentlich nur daher. Kannst eh nur daher oder Ja, daher. genau. Ja, genau. Weil du weiter weg musst. Da hat man kann nirgend ziehen. Ja. So, was machen die denn so? Die Lurker? Ja, dann ist sie aber jetzt die tot. Feinde. Oder? Oh, oh. Ich kann eine Karte wegwerfen. Es ist so blöd, dass die vor mir dran sind. Ich wollte ein Reptiliate spielen. Der Frostdämon macht was? Ich fürchte, das war dann eh, oder? Wieso? Eine Karte wegwerfen. Ach so. Ja, stimmt. Der Frostdämon greift eh nicht an. Er immobilisiert nur. Ah oh, ja. Nein, und er nimmt mir mein Eis weg. Die Ratte. Hoffentlich, was nicht der Tischer ist. Ja, fast. Und heilen tut er sich auch damit. Die Kröte. Ratte, Kröte. Lurker fängt an, ja? Das ist Hinter so übel. Und haben jetzt zwei Schild. Und außerdem verwunden sie alle angrenzenden Gegner, was Gott sei Dank niemand von uns ist. Ich, ja. Das waren die Lurker. Die Frostdämonen haben 18 und der Andi hat auch 18, ne? Dann komme ich wohl vorher dran. Ja. Aber ich kann jetzt eigentlich nur hingehen und den einen kleineren Lurker töten. Oh, der hat der nur noch zwei Leben. Hat nur noch ein Leben, das ist sympathisch, den killt die Drain, dann gibt es keine Retaliate. Also ich verwende einfach von Eye for an Eye, verwende ich um 2 zu gehen. Nein, die Drain killt ihn nicht, weil er heilt ja. Außer ihr verbraucht die Eismagie jetzt. Nein, das Eis ist weg, entschuldige, der Lurker hat es gerade verbraucht. Was, die Eismagie hat der Lurker verbraucht? Ja, der Lurker hat vorher Eis verbraucht. Ah. Ich könnte natürlich, statt den Lurker zu killen, den kleineren, könnte ich auch die Drehl um 2 heilen. Die Lurker haben jetzt 2 Schild. Also heilen ist vielleicht besser. Nein, wir schauen, wir sollten schauen, dass wir die Schweine jetzt mehr in die Mitte bekommen. Die werden sowieso automatisch in die Mitte gehen, weil die wird jetzt den Frostdämonen killen. Stopp, wenn wir den Frostdämon für Initiative 50 killen sollten, geht die Trial auf die Lurker genau. los. Genau. Okay. Na gut. Also, was heißt das Range 1? Dass ich ein Feld überspringen darf? Nein, dass du benachbartes Feld heilen Okay, dann kann ich sie eh nicht heilen. Jungs, sie geht nicht auf die Lurker los, sondern sie geht auf den Barten los, oder? Nein, weil die Lurker... Nein, sie geht auf das, was als nächstes ist, los. Na, nur wenn es in der Reichweite ist. War das nicht so? Nein, sie versucht, dass den sie, nächsten einfach... Nächsten das ist so wie... Muss, das fokussiert sie. Sie geht zum nächstgelegenen, zur nächstgelegenen Möglichkeit, auch wenn sie nicht erreicht. Aber sie will ja zum Bart. Ich glaube, da...
Seid ihr sicher, war da nicht ein Ding, dass Nein, sie die geht zu immer den Feinden. nur, wenn sie in Reichweite von den Gegnern ist, dass sie dann auf die Gegner geht? Nein. Nein. Die Regel ist die. Grundsätzlich werden einmal alle Gegner von ihr gleich behandelt. Das heißt, Bart ist ein Gegner, Lurker ist ein Gegner. Und dann fokussiert sie den Gegner, wo sie am wenigsten Felder sich bewegen muss, um ihn zu erreichen mit ihrem Angriff. Ja. Und das ist jetzt ein Lurker und der, nicht der Barte. Okay. Weil da ist momentan eh keiner. Das Problem ist jetzt, bewegt sie sich ja eh nicht, weil sie immobilisiert ist. Außer der Andi killt den Lurker jetzt. Leute, soll ich nein, das macht der Frostdämon. Ja, aber der Andi ist jetzt noch dran, bevor der Frostdämon sie immobilisieren kann. Wenn der Andi ihn jetzt killen sollte. Achso, den Frostdämonen. Ich kann nur einen killen, ich kann nur einen angreifen. Es sind ja zwei hast du schon bewegt, Andi? Ja, aber ich kann ihn wieder zurückgehen. Nein, glaub, wir diskutieren gerade, ob du den Frostdämon killen kannst und ob das sinnvoll ist. Nein, den kann ich nicht killen. Da komme ich nicht hin. Du hast einen Move 4? Mit aber Jump. Ist eine Karte, die ich verliere dabei. Wir haben plus 1 Bewegung, Leute. Wir haben einen Winddämon, einen neuen Also ich erreiche den Frostdämon nicht. Und außer diese Spezialregeln kann ich mich alle nicht mehr erinnern. Das mit dem Wegschieben, das mit dem Bewegen habe ich auch nicht mehr. Und das möchte ich eigentlich nicht im machen. Kopf gehabt. Ja, ist klar, Andi, ja. Ja. Und jetzt fällt es mir auch ein. So. Also das heißt, ich töte einen Lurker. Die Trial wird auf jeden Fall immobilisiert werden jetzt dann. Ja, mach das. Soll ich eigentlich den oder den Schwächeren töten? Unser Magier greift sowieso an, du heilst sowieso nichts mit den Karten, die du hast. Der Magier greift gar nichts an, weil der Magier es immobilisiert. Ich denke, es ist besser, ich töte einen, oder? Ja, bitte mach das. Ja. Ja. Ich greife also jetzt den Lurker 6 mit Attack 3 und Pierce 2. Er ist übermiss, doppelt tot, zweieinhalbfach tot. Das war Nummer 6. Achso, du holst dir die Karten jetzt. Was hast du gemacht? Was? Das waren meine letzten Karten in der Hand. So, okay. Das heißt, du kannst sowieso nichts machen. Du holst dir deine Karten zurück und das war's, ne? Nein. Im Endeffekt. Im Endeffekt werde ich nächste Runde eine Long Rest machen. Ah, okay. Und ich hol's mir dann erst in der übernächsten Runde zurück. Nein, aber es passt schon, dann hat er die Karten für die späteren Runden, wo es wirklich... An und für sich wären diese Karten gar nicht einmal so schlecht gewesen, wenn zum Beispiel ein Frostdämon jetzt gekommen wäre, dann hätte ich zwei Frostdämonen auf einmal angreifen können. Ja. Ich habe einfach keine Heilkarte. Ich habe die eine Heilkarte nur da unten. Das heißt, ich werde die Cold Fire werde ich jetzt abwerfen dann. Ja, bei der Long Rest. Reden wir drüber, wenn du dran bist. Die Frostdämon sind dran, sie immobilisieren jetzt die Dryl und den René. Aber heilen tun sie sich nicht, weil kein Eis mehr da ist. Das finde ich also gut. Der eine Frostdämon. Kannst du das Immobilize kopieren? Ja. Danke. Und eins legen wir auf die Dryl drauf. Obwohl, das ist keine große Sache, die wird sich hier nicht bewegen wollen. Ja. Gut. Ist jemand vor 43 noch dran? Ja. Ja, ich. So. Ich überlege gerade mal nochmal 1, 2, 3, 4 und ich kann mich noch eins bewegen. Das Problem ist, die Stiege braucht zwei Bewegungspunkte, um raufzugehen. Ja. Das dann heißt, du brauchst 5, um auf die Stiege zu kommen. Ja, ich habe plus 1. Ich darf nur kurz anmerken, ja, ich rede dann eh wieder um. Ich heile jetzt einmal Trial mit Range 2 und 4 Leben. Sie bekommt 4 Leben dazu. Ich erzeuge Naturenergie. Und das war mein Zug. Und nächste Runde bin ich auf Long Rest. Okay. Dann ist jetzt mit 43 sind die drei Winddämonen dran. Das ist ein bisschen komisch, was die machen.
Achso, die haben einen Fernkampfangriff. Okay. Okay, wir fangen mal mit dem Elite-Dämonen Nummer 5 an. Moment, Range minus 2, aber das bringt uns nichts. Jetzt soll mit der Hand nicht genau drauf. Achso, warte, ich kann auch drauf gehen, dann kann ich es lesen. Ja, du kannst alles. Achso, Moment, Hartmut, du wirst weggeschoben. Ja. Erdenergie erzeugt und dann hat sie weniger Reichweite, aber immer noch genug, um mich zu erwischen. Nein, die normalen nicht. Okay, eben. Das wird jetzt interessant. Der Elite fängt an und schiebt mich um ein Feld weg. Es gibt zwei. Nein, es gibt nur ein mögliches Feld, weil das ist eine Wand. Der schiebt mich hierher. No. Und jetzt greift er mich an. Auf die Stiegen kann er sich nicht draufschieben. Er hat einen Angriff 3. Nein, weil die auch neben ihm sind. So, Naturenergie ist wieder weg. Ah ja, genau, stimmt. Nein, nein, das ist übrigens eine Regelsache. Die Naturenergie gilt für alle Winddämonen, ja? Alle können die jetzt verwenden. Aha, okay. Was heißt, können sie jetzt? Sie müssen es verwenden, das ist ja schlecht, was für sie. Nein, nein. Bei minus 2 Range. Der Gedanke ist der. Der erste Winddämon, René, hörst du mir fertig ja. zu? Der erste Winddämon verbraucht die Windenergie und die ist jetzt weg und der zweite wird nicht mehr haben können. Aber die Regeln sagen, nein, in dem Fall ausnahmsweise darf ja, ich jedes weiß. Von diesen Monstern. Ich habe nur gerade so, gesagt, das so ist schlecht. Für sie. Da wäre. Ja? Einer von denen wird mich nicht mehr angreifen. So, aber jetzt kriege ich einen normalen Angriff vom Winddämon Nummer 5. Der hat einen Angriffswert von 3. Zieht jemand bitte? Ja, ich ziehe. Plus 0. Ich nehme 3 Schaden. Gehe runter auf 4. Wow. Ich hab nicht, bitte. Ich hab's nicht vor. So. Als nächstes ist Winter. Der pusht mich jetzt auch, oder? Aber er kann nicht. Warte mal. Der kann mich nicht pushen. Aber warte, kann er sich nicht bewegen? Und jetzt. Stopp. Erstmal kriegt er sich eine Wunde. Nein, er kann sich nicht bewegen, weil es nicht da steht. Das ist kein Move da. Er kriegt er verliert einen Lebenspunkt durch seine Wunde, geht von 4 auf 3. Außerdem, jetzt hat er einen Angriff. Hartmann, sie können sich doch immer also bewegen. Angriff. Ja, da steht. Nur wenn er da steht. Wenn sie dich angreifen, müssen sie sich bewegen können. Nein, müssen sie nicht. Wenn es auf der Karte steht. Die Karte drunter an, da zum Beispiel, hast du Schild, Move und Attack. Die Karte Winddämon der vorigen Runde. Nur da, dass sie sich bewegen dürfen, weil er auch einen Move gehabt hat. Wenn er keinen Move da stehen hat, bewegt er sich die Runde nicht. Es kommt sehr oft vor, dass jemand nur Attack plus 2 da stehen hat. Das heißt, er greift zwar jemanden an mit Riesenangriff, aber er kann sich nicht bewegen. Wenn keiner neben ihm steht, greift er halt niemanden an. Auch in dem Fall, er kann sich nicht bewegen. Und das nächste ist, er hat grundsätzlich Reichweite 3, aber da die Erdenergie seine Reichweite um 2 reduziert hat und nur Reichweite 1 und erreicht mich nicht, dann kann mich auch nicht angreifen. Das ist der Dämon Nummer 2 gewesen. Und jetzt kommt Dämon Nummer 3. Der erleidet auch einmal einen Schaden durch seine Wunde. Geht von 2 auf 1 runter. Und jetzt pusht er mich um ein Feld. Macht das? Auf die Stiegen. Oder auf die Münze. Nein, auf die Münze bitte. Das ist. Münzen ist mir sympathischer. Jetzt versucht er mich auch anzugreifen, aber er reicht mich nicht. Das Erdenergie ist nachteilig für Winddämonen. Ich bin auch außerhalb seiner Reichweite. So. Und das war's mit denen. Das ist ziemlich sympathisch mit der einen Ausnahme, dass sie sich jetzt mehr auf den Barty fokussieren werden nächste Runde, nicht auf mich, weil sie mich weggeschubst haben. Mhm. Und jetzt bin ich dran. Naja, du kannst ihn wieder hinstellen. Obwohl, ich glaube, ich werde mich wieder zu ihm. Hartmut, du kannst für später danken. Ja. Wofür? Ja. Für die Erdenergie. Aber wie gesagt, Fred muss nicht jetzt sein. Nur wenn du. Wieso höre ich euch nicht mehr? Okay. Ich werde mich wieder zu denen hinbewegen einfach. Ich will nicht, dass sie in Party fokussieren, oder? Aber die hauen mich tot. Der hat genug Leben. Der hat 10 Leben, ich habe 7. Ja, ich kann ihn auch heilen. Okay, ich heile mich ja mal um 6. Tja. Ein Fehler. Jetzt gehe ich wieder von 4 rauf auf 9. Toll. Hallo Spiel. Ich habe wieder maximale Lebenspunkte, freue mich. Hallo René? Ja, nein, du bist aus dem Spiel draußen. Ja, ich weiß. Wir warten aber auf dich.
So, jetzt gibt es einen guten Tipp. Ich habe drei Bewegungen, wenn ich will. Soll ich mich irgendwo hinbewegen? Weil momentan wird der Bate der Fokus sein von allen. Ich bin wieder da. Tut mir leid. Was tust du jetzt ohne Bewegung? Naja, ich kann mich erstens nicht bewegen. Das heißt. Doch, drei Felder. Nein, ich bin immobilisiert. Nein, nein, du bist immobilisiert. Okay. Das heißt, in Wirklichkeit kann ich gar nichts machen. Okay, cooler Zug. Und ja, leg alles ab. Und ich glaube, das war die Runde, gell? Das ist ja einfach, hä? Schimmer. Es sind momentan nur vier Gegner da. Und einer davon killt sich gleich selber. Ich meine, stirbt an seiner Wunde, wollte ich sagen. Wir gehen in Runde 8. Sucht sich schöne Karten aus. Ebenbichler? Markus Ebenbichler? Genau. So. Hurra, geschafft. Mein Zug ist fertig. So, nein. Lass mich ab, was du tun wirst. Ich werde mich aber jetzt werde mir wieder einen Move-Befehl nehmen, weil damit ich wirklich auf den Party die ganze Zeit einhauen. Gut. So geht es. Ich habe eine Frage. Wenn jetzt ein Lurker und ein Frostdämon kommen würde, würden wir dann zuerst verschoben werden oder zuerst der Frostdämon da sein? Kommt drauf an. Nein, das ist eine interessante Frage. Ich würde es so machen, dass beide zuerst da sind. Also du kannst nicht auf das Feld geschoben werden, wo gleich der Frostdämon erscheint. Was ich schade finde, weil ich ganz gerne hätte, dass der Frostdämon mich angreift und nicht sie, aber ich fürchte, das wird sowieso nicht spielen, weil ich ja mit der Long Rest 99 habe. Genau, und ich bin auch auf Long Rest, wir sind beide auf Long Rest. Mhm. Das ist ein guter Zeitpunkt für Long Rest, ja. Mhm. Ich muss mal planen, wie das. Kannst du das nochmal? Wenn ich die Frostdämonen jetzt, sag ich mal, hier und hier einsperren würde, theoretisch. Das habe ich letztens falsch übrigens gesagt, du darfst. Mit Obstacles, die du erzeugst, keinen Teil der Karte komplett von einem vom Rest der Karte abtrennen. Das darf man nicht, das verbieten die Regeln. Mhm. Ja. Womit das hast du offensichtlich nachgelesen, das wussten wir letztens noch nicht. Nein, es ist mir untergekommen. Wie der Andi und ich unsere Kampagnenrunde gehabt haben, ist uns das untergekommen. Und da ist mir das eingefallen dann. Frage! Kann ich mit Springern über eine Treppe springen? Oder ist eine Treppe immer zwei Felder? Nein, das war in dem letzten Szenario war das eine extra Regel, dass das immer zwei Bewegungspunkte braucht, aber normalerweise mit Springen nur einer oder mit vier. Okay. Mhm. Michi, du machst auch Long Rest, gell? Mhm, ja. Okay, passt. Dann haben wir unsere Karten, weil der Andi und ich sind dann die einzigen, die dabei sind und ich decke die Monsterkarten auf. Und zwar 37 Winddämonen, die machen einen AOE-Angriff. Nein, stopp. Lurker wird gemischt vorher. So. Lurker machen einen Standard-Angriff und Bewegung. Drückst du für die? Ja. Hab ich. Frostdämonen auch. Und aber es kommen Zeit. Keine Lurker, gell? Was kommen? Frostdämon und ein Winddämon. Okay. Das ist gut, weil dann wäre ich nicht weggepusht. Es ist, bin mir nicht sicher, ob das gut ist.
Ich sag's nur, ich werde nächste Runde eine Long Rest machen, gell? Nein, nächste Runde kämpfe ich noch. Nächste Runde kämpfe ich noch, dann mache ich Long Rest. Lebenspunkte, diese Dinger sind nicht lustig. Die verstehen nicht viel Spaß. Die Winddämonen sind in den ersten vier Runden überhaupt nicht gekommen und jetzt kommt in jeder Runde einer. So, das heißt, Bewegung ist ganz normal. Jetzt muss man mal anschauen, was die Viecher alle machen. Nein, die Winddämonen machen diesmal einen Nahkampfangriff in dieser Runde. Das heißt, die werden sich bewegen wie nur was. Und ich glaube, ich bin vor ihnen dran. Ja, ich bin vor ihnen dran, ich kann das noch irgendwie beeinflussen. Oh, das muss man echt Sie haben, anschauen, wie ich das am aber es besten gibt mache. keinen Wind, oder? Gott sei Dank. Außer ich Ja, nee. erzeuge jemand bis dahin. Aber ich glaube, der Unterschied wäre marginal, weil ich könnte mich so hinstellen, dass der Bate und ich nicht im Attack. Einflussbereich sind und wir sind die einzigen in der Nähe. Ich glaube, ich muss anfangen mit 20. Helft mir ein bisschen. Ich habe nämlich am geschicktesten ist wahrscheinlich ein Stun-Angriff, obere Hälfte von Stun-Shot, dass ich einen von den Elite stunne und mich dann einfach um zwei Felder wohin bewege, dass sie mich fokussieren, statt Anderer überall gehen. Vorschlag. Das ist. Du Ja? bringt nur was, wenn wir auch draufhauen, oder? Entschuldige, was? Beißen bringt nur was, wenn wir auch draufhauen, also wenn wir Nein, draufschlagen. Poison bringt dann was für zukünftige Genau. Angriffe. Das heißt, du Ja, also könntest ein das war Vorschlag. die Idee, einen Elite zu vergiften, damit Genau. er später leichter gekillt werden So, kann, ja? du vergiftest den Elite, ja? Ja? Und ziehst dich daher zurück. Wohin soll er sich zurückziehen? Ah ja. Ich Weil. schau gerade, wie viel sie sich bewegen. Vier oder fünf Felder bewegen sie sich. Warte mal. Aber dann gehen sie auf den Party Sie los. gehen auf den Ja. Party los dann. Aber ihnen erreichen nur zwei. Genau. Und haben die Chance, oder? Nein, haben sie Michel? nicht. Ja, ich höre euch. Nochmal bitte, du warst jetzt abgehört. Nochmal bitte. Die haben keinen Jump, oder? Momentan nicht und auch grundsätzlich glaube ich nicht. Genau. So, die Elite sind als Ah, Erster entschuldige. Nein, dran. nein, Winddämonen haben grundsätzlich Jump. Sie können fliegen, sie können Das fliegen. ist Ah mit ja, das Jump. heißt, Fliegen. Sie sie können können aber auch auch auf das diesen grüne Tail Feld. zum Zug beenden. Ja. Ja, sie können auf dem, sie können alle vier zum Barte hin. Hm. Wobei, alle vier, der eine normale ist tot, bevor er dran ist. Durch Ja. seine Wunde. Also den können wir mehr oder weniger ignorieren. Aber was die anderen drei machen, ist interessant, weil sie mit Standardangriff angreifen und das ist 3, 3 und 2 Standardangriff. Und im Wesentlichen ist die Frage nur, wo ich mich hinbewege, dass sie sich vielleicht aufteilen. Das wäre vielleicht am geschicktesten. Aber ich habe nur zwei Bewegungen, Ein oder? Non-Elite stirbt. Ja. Der zweite Non-Elite würde sich hierher bewegen. Ja. Der Winddämon 5, der als erster dran ist, der braucht 1, 2. Nein, der geht Der dahin. geht daher, zwei Felder. Momentan, Genau. momentan, momentan. Ich kann das Momentan. alles mit meiner Bewegung ändern. Ich kann mich bis zu vier bewegen, oder? Wenn sie Du hast wollen. eine höhere Initiative, das heißt, du bist momentan, geht da dem Winddämon daher. Der Winddämon 5. Der geht auf dich los. Nein, weil der Bate hat eine 1. Initiative von 1. Was? Hat er nicht Ja, 50? laut Initiative 1. Definition im Szenario-Beschreibung hat er eine Initiative von 1. Shit. Das heißt, im Zweifelsfall wird immer der Bate angegriffen. Uff. Na gut, Nur, dann. schau, ich überlege mit Bewegung 4 hierher zum Beispiel zu gehen. Was würde dann passieren? Dann geht er auch Dann würden die daher. beiden Eliten. Nein, Gehen nein, alle auf nein, den nein. Party auch. Das ist Nein, ja vollkommen doch, egal, weil nein, du bist dann. ja. Achso. Nein, 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 Naja, stopp, stimmt. die haben Da auch haben wir es Wind. ja näher. Ah ja, sie fliegen, sie Ja. fliegen. Ja, sie fliegen. Aber nur einer kommt zu mir, weil dann kommt der zweite, erreicht mich Der nicht. zweite Er erreicht reicht dich schon daher, nicht. ne? Aber er fokussiert mich, das heißt, er bleibt. Nein, nein, er fokussiert mich nicht. Er erreicht mich nämlich mit. Er braucht mehr als zwei Aber. Nein, Punkte, um mich braucht er dann zu nicht, er erreichen. Das heißt, fliegt. er geht. Ja? Okay, nochmal. Wenn ich hierher gehe, ja, Hypothetik. Fliegt Ja, der Fünfer genau. hierher und greift mich an. Aber der Achso, Sechser ja. müsste 1, Nein, 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 2, der fliegt Der eins, Sechser zwei. bleibt, wo Nein, er nein, ist und oder erreicht zwei dich hierher nicht. geht 2. Nein, der kommt Ja. daher, genau.
Nein, er hat keinen Nahkampfangriff. Ja, okay. In dieser Runde haben sie Nahkampfangriffe, ausnahmsweise. Aber er geht nicht hierher, weil das Genau. sind zwei Felder und zwei Felder braucht er Nein, auf der deren Bart Party ist und der kein Bart ist dann Felder. sein Fokus. Das heißt, es würden Nein, den zwei, Party weil er auf 2 dem angreifen Tisch und dich draufliegt. einer. Ah ja, Und Dämonen dürfen fliegen. Richtig, ja. Jetzt kommt die andere Alternative. Ich bleib da stehen und mache einen Stun-Shot auf einen der Elite. Runde nichts machen. Dann bleibt ein Normaler und ein Elite, die beide auf dem Party losgehen und das war's in dieser Runde. Oder Man hat und. mal überlegt noch. Oh. Nein, Hast du ich habe. Jump? Nein, du hast keinen Jump. Nein, Okay. nein, aber ich habe noch eine Idee. Ich mache einen Stun-Shot auf eine Elite und bewege mich damit Standardbewegung 2 hierher, weil dann greifen mich beide an. Genau. Der Stunt und die beiden da unten greifen mich an und der da oben stirbt. Und ich werde von allen fokussiert. Und ich glaube, das ist am besten. Weil Kannst ich du dich auch kann. da, Baby, dich daher? Ja, ist vielleicht noch besser. Ja, aber Ja, da hast du zumindest das eine mache ich. Rückzugsmöglichkeit, ja. Das mache ich. Also ich mache mal meinen Stun-Shot. Hypothetisch könnte ich auch Schaden machen. Das ist ein Angriff 1 gegen Shield 2. Und zwar auf den Nummer 5. Ich ziehe eine Karte. Wenn ich habe plus 2, sie machen jemand Schaden. Nein, kein Schaden. Aber er ist gestunt. Das ist mal gut. Und Nummer 5 war das, gell? Ich lege es ihm da drauf. Und jetzt bewege ich mich hierher. Ich schaue nur AOE-Angriff, das macht aber keinen Unterschied. Wind haben wir eh keinen. Also den werde ich halt jetzt schicken und hoffentlich. Also weil im Notfall, wenn sie mich killen, ist nicht in dem Punkt bestimmt im Wagen. Das war mein Zug. Dann komme ich dran, gell? Ja. Warte, stopp mal. Ich spiele mit. Nein, ich habe nur mit dem Gedanken gespielt, diesen Angriff 5 zu machen. Stopp, stopp. Nein, das mache ich aber nicht. Was hast du für eine Initiative 27? Ich greife jetzt einfach zweimal den Lurker an. Guter Plan. Erst mit Skua. Okay. Okay, 6, er hat ein Schild. Mach ihm 5 Schaden. Nett. Nein, das Ja, Pierce ich 1. schreibe das mal Also hin. nein, nur bei Wind hat er nicht dran. Habe ich nicht. Nein, Nein, hat habe er ich sogar nicht. eine Erfahrung, sehe ich gerade. Ach, gut. Und Ja. dann noch einmal Attack Cool. 2. Okay, mach 2 Schaden. Wo ist er jetzt? Auf 5. 5. Hier. Hat den Schild oder was? Ja, der Ja. Schild. Ja, immer noch Ah. fünf. Immer noch 5, okay, ja. Die Dinger sind Gut. schwer Dann umzubringen. ist jetzt mit 37 Ja. Ant, verliert seinen Stun und das war sein Zug. Dann ist Elite 6 dran. Der würde gerne einen AOE-Angriff machen, aber es geht nicht, weil niemand so gut steht. Also greift er mich mit einem normalen Angriff 3 an. Zieht jemand bitte? Das sind 4. Na gut, schluck ich. Und jetzt ist der normale Nummer 2 dran. Er leidet mal einen Schaden durch seine Wunde. Ist damit Und tot, jetzt oder? greift. Nein, nein, der 2 Also nicht. der andere ist. Okay. Ja, und. Ah, jetzt. Warte, jetzt muss er sich erst bewegen, um mich anzugreifen zu können. Warte. Ah, ich habe sie durcheinander geworfen. Der geht doch auf den Barty los. Ja, Der kommt Solar. hierher und greift den Barty an. Okay, ich ziehe. Und soll sein. Zieht Plus jemand? 0. Ja, dann ein Angriff von 2, Barty geht runter von 10 auf 8. Das schreibe ich in gut oder schlecht. Und jetzt ist der Dreier dran und der stirbt. Finde ich gut. Mit 35 tot. Die Wunden waren super, die habe ich denen in der Runde 6 noch zugefügt, erinnere ich mich. Das ist eine coole Sache gewesen, weil die diesen Schild haben, das sind die Wunden natürlich eine tolle Sache. So, das waren die Winddämonen. Jetzt ist Ah, übrigens, ich der muss Lurker dran. mischen. Fällt mir ein. Der Was? Lurker. Ich muss mischen. Der Lurker greift Genau, ich den ziehe eine Karte. Treffen an der an. Mit einem Stun-Angriff, das ist ein Elite-Lurker, gell?
Plus 0. Ja, Angriff 3. Okay, ich nehme sie. 3 Schaden für Nande grundsätzlich. Nein. Hast du kein Schild oder irgendwas? Du hast diese Hide Armor. Doch, du hast die Hide Armor. Das Problem ist, er hat Piercing. Er hat Piercing? Mhm. Ja. Ja, aber die Hide Armor wird trotzdem verwendet. Ja, okay. Das ist blöd. Die nutzt halt nichts, aber die Hide Armor ist verbraucht. Was waren das? 2 Schaden? 3. 3 Schaden, 3 Schaden. Ne? Und jetzt ist die Trail dran. Die wird wohl auf den neuen Frostdämon draufhauen. Die Form Frostdämon dran, der hat 58, ja, stimmt, ja. Ja. Retaliate. Ja, ich tue schon mal 2 Schaden. Okay, ich ziehe eine Karte. Plus 0, sie macht 3 Schaden. Minus. Ja. Minus nix. Minus nix. Was soll ich jetzt gemacht? 3 Schaden. Die Steuerung taugt man nicht. Passt. Okay, und so, jetzt ist geht von 5 auf 3 Leben, haben wir gemacht. Jetzt ist der Frostdämon. Nochmal. Und er haut gleich zurück. Mit minus 1. Das ist ein Glück, weil das sind jetzt. Nein, nein, ist kein Glück. Das sind 3 Schaden und sie würde sterben. Würde sterben, ja. Also irgendjemand muss jetzt eine Karte ja. Geben. Und das wird wohl ich sein. Weil ich habe 3 und das ist ganz gut, weil ich eine Runde noch. Übrigens. Ha! Ich habe was vergessen. Ich hole mir übrigens, entschuldige, das mache ich noch in meinem Zug 2 Karten zurück mit meiner Stamina Potion. Ich gebe jetzt eine von diesen 3 Karten hierher. Muss man noch mal hole mir was. Ja, ich habe schon. Die hier gebe ich her und ich nehme, wie gesagt, 2 auf die Hand zurück. Das muss man noch anschauen, welche.